Um eins kommt die Zahlung aus Kiel. Zwischen 2:30 kommt das Hamburger Abendblatt. Zwischen 2:30 und 3 feuchtenlos meine Tourenform. Ich habe zwar mein ganzes Leben gearbeitet, aber die Rente, die Hälfte geht schon an Kosten weg. Da bleibt dann nicht mehr viel, um sich mal was zu gönnen. Ne? Ferdinand Mennecke ist 84. Vor 21 Jahren ist er in Rente gegangen. Seitdem trägt er Zeitungen aus. So fährt er nachts durch Hamburg-Bergedorf. 6 Tage die Woche. Bei jedem Wetter. Er ist einer von offiziell 760.000 Senioren in Deutschland, die von ihrer Rente nicht leben können. Immer häufiger reicht ein ganzes Arbeitsleben nicht aus, um im Alter der Armut zu entgehen. Warum ist das so? Das Mofa hat ihm ein Freund geschenkt. Anfangs musste er die 300 Zeitungen mit dem Fahrrad verteilen. Ferdinand Mennecke bekommt 650 Euro Rente. Abzüglich seiner Kosten bleiben ihm zum Leben 140 Euro. Weil er keine Sozialhilfe beantragen will, trägt er Zeitungen aus. So verdient er sich monatlich 330 Euro hinzu. Früher bin ich immer einmal im Jahr oder manchmal sogar zweimal im Jahr nach Mallorca geflogen. Aber das langt heute nicht mehr. Das reicht nicht mehr. Ich versuche immer mal einen Urlaub zusammenzukriegen. Aber dann muss ich wieder dabei gehen. Dann kommt irgendwie Heizung, Nachzahlung oder Telefon oder sonst irgendwie eine Nachzahlung. Und dann ist das Geld weg, ne? Vor allem im Winter macht die Arbeit Ferdinand Mennecke zu schaffen. Die minus 12 Grad fühlen sich für ihn im Fahrtwind doppelt so kalt an. Ohne Nebenjob konnte ich nicht auskommen. Man kann sich ja nichts mehr erlauben. Das heißt, man kann, der Lebensunterhalt. Der reicht das. Also mir würde es dann schlechter gehen wie ein Hartz-IV-Empfänger. Ne, ich muss meine Miete selber bezahlen und habe hinterher nicht 300 Euro so und so viel zum Leben. Der Rentner hat seinen ganzen Tagesablauf auf das Austragen abgestimmt. Er geht nachmittags ins Bett, steht um 23.30 Uhr auf und macht sich dann auf zur Arbeit. Das ist sein Leben, seitdem er Rentner ist. Es ist kurz vor 6 am Morgen. Nach 5,5 Stunden seine erste Pause. Das Benzin muss er selbst bezahlen. Deshalb fährt er immer zu einer günstigen Tankstelle in Hamburg-Bergedorf. 2 Jahre habe ich getankt. Brötchen dazu? Hä? Ja. Brötchen? 6,58. Frühstück. Nach einer kalten und anstrengenden Nacht. Hierher kommt der 84-Jährige jeden Morgen. Außer sonntags. Da hat er frei. Vor der Arbeit frühstückt er zu Hause nie. Das ist eine freie Tankstelle. Ja, da frühstücke ich. Als Baguettebrötchen, gut belegt, 99 Cent. Kann man nicht übermeckern. Und ein Kaffee kostet auch 1 Euro. Und der Kaffee ist frisch. Wie frisch gekocht. Bis zu seiner Rente hat er über 40 Jahre gearbeitet. Auf dem Bau, als Steinträger, als Lkw-Fahrer. Alles Berufe mit niedrigen Löhnen. So konnte er nur wenig in die Rentenkasse einzahlen. Und sparen schon gar nicht.
lese Zeitung. Die Pilzzeitung. Die fremden Leuten gehört. Weil ich die doch nicht, brauche ich nicht kaufen. Ne? Knapp 20 Minuten aufwärmen und dann weiter. Jetzt hat er noch eine Stunde Zeitungstour vor sich. So, dann bis morgen. Ja, bis morgen. Auch Margot Hoes ist eigentlich im Ruhestand. Auch sie arbeitet mehrmals pro Woche, um ihre knappe Rente aufzubessern. War doch richtig, 747, ne? 747, oh, okay, das habe ich schon. In der Schilderfirma arbeitet die 77-Jährige seit fast 30 Jahren. Früher als Angestellte in Teilzeit. Nebenher hat sie noch zwei Kinder großgezogen. Seit sie in Rente ist, kommt sie sporadisch hierher. Zur Aushilfe. Früher habe ich bei der Schilderfirma 400 Euro im Monat verdient. Und jetzt, wenn ich Aushilfe machen kann, bekomme ich pro Stunde 5,70 Euro. Erstmal geht es ums Geld, um das nicht aufgeben zu müssen, was ich bis jetzt gerne habe. Ich möchte auch noch leben. Andere fahren in die Karibik, überall. Ich kann auch nicht mal denn an der Ostsee fahren, wenn ich keinen Nebenjob mehr habe. Margot Hoes will sich als verwitwete Rentnerin trotzdem etwas leisten können. Deswegen steht sie oft stundenlang an der Stanzmaschine. Dann kommen wir in den Rest noch, ne? Ja. Soll ich das so lange hier lassen? Ja. Okay. Ne? Mhm. 120, 30, 50. Jo. Tschüss. 8 Jahre Volksschule, keine weitere Ausbildung. Sie jobbte als Serviererin, Taxifahrerin, Tagesmutter. Dazu noch 2 eigene Kinder. Da konnte sie nicht groß in die Rentenkasse einzahlen. Wenn ich den Nebenverdienst nicht hätte, müsste ich von Luft und Liebe leben. Bitteschön. Danke. Groß genug? Ja. Schönen Tag noch. Darf ich mal fragen, wie alt Sie sind? Oder darf man das jetzt nicht sagen? Doch, das dürfen Sie, ja. Ich bin 85. Sie fahren noch Taxi? Ja. Meine Güte, das finde ich ja toll. Wie hätte ich sonst Gelegenheit, Sie kennenzulernen? Taxifahren ist der schönste Beruf der Welt. Warum? Das werde ich Ihnen sagen. Die hübschesten jungen Frauen, so wie Sie. Ach, danke. Die warten auf mich oder kommen extra zu mir hingelaufen, so wie Sie vorhin. Ja. Die fahren mit mir, die unterhalten sich mit mir, die sind nett und lustig und am Schluss der Fahrt schenken sie mir Geld. 16,60 haben wir da drauf. Ist okay. Schreiben Sie auch 20 drauf, bitte. Das ist ja sehr nett, vielen Dank. Ja, wo Sie mir schon laufend sagen, dass Sie mich so nett finden. Aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Dankeschön. Und ich fühlte mich sehr sicher. Wissen Sie, dass ich jetzt vor lauter netter Unterhaltung den Koffer vergessen hätte? Im ersten Moment. Dankeschön.
Werner Kofalk bekommt 760 Euro Rente. Aufgewachsen in der ehemaligen DDR, flüchtet er 1957 nach Hamburg. In seinem Beruf als Lehrer kann er nicht weiterarbeiten. Er wird Angestellter in einem großen Versandhaus, später Handelsvertreter. Als er 50 ist, kommt der Einbruch. Sein Arbeitgeber geht pleite. Werner Kofalk beschließt, sich selbstständig zu machen, als Taxifahrer. Weil die Rente nicht reicht, fährt er mit 85 noch immer. Wenn ich so unter meinen Altersgenossen mich umschaue, dann merke ich doch, dass bei vielen die Spannkraft sehr stark nachlässt. Und es kann ja bei mir auch morgen losgehen. Das weiß niemand. Noch kommt er gesundheitlich zurecht. Noch kann er fast jeden Tag bis tief in die Nacht mit dem Taxifahren Geld verdienen. Zeitungsausträger Ferdinand Mennecke macht an diesem Morgen bei seinem Mechaniker Pause. Okay. Morgen. Ja, Servus. Machst du Ölwechsel heute? Mache ich. Gut. Das ist ja schon wieder schwarz, wa? Das ist schon wieder schwarz, ja. Der 84-Jährige bringt sein Mofa immer zu dem befreundeten Mechaniker. Denn der hilft ihm umsonst. Der Rentner muss bei ihm nur die Materialkosten bezahlen, falls Reparaturen anfallen. Das macht er schon seit Jahren so. Durch die vielen Zeitungstouren ist das Mofa extrem anfällig. Die sonst üblichen Arbeitskosten könnte er nicht bezahlen. Die Rechnung für die letzte größere Reparatur muss er noch begleichen. Nun ist er wieder fit für ein paar tausend Kilometer. Ich habe jetzt wieder eine Rechnung gekriegt über 350 Euro. Ich lasse mir Vorschuss geben von der Firma, bezahle das und zahle das dann bei der Firma ab. 7 Uhr morgens. Ein paar restliche Zeitungen muss Ferdinand Mennecke noch verteilen. Der 85-jährige Werner Kofalk fährt oft bis zu 8 Stunden Taxi pro Tag. So viel arbeiten müsste er eigentlich nicht. Aber er möchte seine Ex-Frau finanziell unterstützen, denn die hat ihre gemeinsamen Kinder erzogen und bekommt daher nur eine monatliche Rente von 160 Euro. Deshalb gibt er ihr 700 Euro von seiner Rente ab. In meinem Alter gibt's ja nichts anderes mehr. Ich habe vorher früher ganz andere Berufe ausgeübt, aber in keinem dieser Berufe könnte ich heute noch arbeiten. Wer beschäftigt denn Menschen in dem Alter? Ihm bleibt nur der Job, den er seit 35 Jahren macht: Taxifahren. Alle 5 Jahre muss er zum Amtsarzt der Taxiinnung. Gerade hat er wieder seine Augen überprüfen lassen. Alles in Ordnung. Der Arzt sagt, er darf noch bis mindestens 90 Taxi fahren. Endlich sitzen. Feierabendbier für Zeitungsausträger Ferdinand Mennecke. Es ist 9 Uhr morgens. Hier hat er Zeit zum Lesen. Um Geld zu sparen, nimmt er eine Zeitung, die bei seiner Nachtschicht übrig geblieben ist.
Flasche Bier kostet 1,50. Eins der billigsten Kneipen hier im Bergedorf. Jeden Morgen kommt der 84-Jährige nach seiner 8-Stunden-Schicht hierher. Die anderen Gäste sind meist Frührentner, ohne Nebenjob. Ich habe Bruno eben getroffen. Ja, der kommt von Einkaufen. Der ist ja schlecht zu Fuß. Ne? Oh Mann. Solange er in der Gange ist da mit seiner Zeitung, solange halten die Tabletten, aber dann ist Schluss. Ferdinand Mennecke weiß um das Glück seiner eigenen Gesundheit. Und solange er noch selbst anpacken kann, will er auch seinen Sohn oder seinen Enkel nicht um Hilfe bitten. Beide arbeiten bei der gleichen Zeitung, die er austrägt. Seit über 20 Jahren ist er Witwer. Manchmal fahre ich auch nach Hause direkt. Nee, aber hier, ich lese meine Zeitung und ja. Hier hat man Unterhaltung und zu Hause brauche ich kein Bier. Ich hole da mal eine Flasche oder so, aber sonst gar nicht. Das schmeckt dann eben in einer Kneipe anders als zu Hause. Wenn das Geld zum Monatsende knapp wird, kann man auch das Bier anschreiben lassen dabei. Ferdinand Mennecke trinkt in seiner Stammkneipe fast nie mehr als ein Bier. Die 1,50 Euro leistet er sich. An diesem Morgen hat er genügend Geld, um noch einen Deckel zu begleichen. Kosten? 2,20. Augenblick. Nee, habe ich nicht, muss ich so machen. Erspartes hat er nicht. Zu niedrig waren früher seine Arbeitslöhne. Mit seinem Volksschulabschluss hat er in der Nachkriegszeit lange Jahre auf dem Bau gearbeitet. Für 91 Pfennig die Stunde. Später war er Lagermeister und Steinträger. Alle seine Berufe brachten nur kleine Beiträge für die Rente. Früher konnte er seine Frau noch zum Essen ausführen, sie ins Konzert einladen. Peter Alexander, Roger Whittaker. Doch das ist 20 Jahre her. Und auch ein gutes Steak vom Metzger war damals drin. 650 Euro Rente kommen sie ja nicht aus. Ich zahle ja schon alleine fast 400 Euro Miete. Dann kommt noch Heizung, 110 Euro Heizung dazu im Monat, Licht. Und wovon soll ich leben? Essen muss ich auch. An diesem Tag kauft Ferdinand Mennecke nicht beim Discounter ein, sondern im Supermarkt. Der Rentner ist nach seiner Nachtschicht müde und der Supermarkt liegt auf dem Nachhauseweg. Sparen muss man. Und guckt nach den Preisen. Die Möhren, die sind teuer, 2,19. Die sind schlecht, diese sind besser und kosten nur 1,49. Seit seine Frau vor 25 Jahren gestorben ist, ist sein Tagesablauf immer gleich. Nach dem Einkauf ist sein Arbeitstag zu Ende. Morgens um 10. Für 7,20 Euro
37. Das war das 31. Ach, 37. 30. Ja, mir fehlen 2 Cent. Oder warte mal. Ach, da kann ich nicht ran. Zwei, ne? Nein. Okay. Margot Hoes ist mittlerweile bei Nebenjob Nummer 2. Sie arbeitet auch als Reinigungskraft in einem Fitnessstudio in Stade. Ich gebe mir jetzt Mühe, dass das nicht gleich da rauskommt. So. Früher, als ihr Mann noch lebte, ging es ihr richtig gut. Da hatte sie jeden Monat 2000 D-Mark für sich. Doch ihr Mann erlitt einen Herzinfarkt. Mit 43. Plötzlich war sie auf sich allein gestellt, mit 2 jungen Töchtern. Und mit schlecht bezahlten Nebenjobs. Heute stehen ihr dank eigener Rente plus Witwenrente knapp 1000 Euro zur Verfügung. Doch sie versucht, den Lebensstandard von damals zu halten, als ihr Mann noch lebte. Ohne Nebenjobs könnte ich eigentlich nicht leben. Ich brauche das nötige Kleingeld, das ist sehr wichtig. Und ich fühle mich noch nicht zum alten Eisen. Ich gehe gern zum Training ins Fitnesscenter. Wenn mir das was kosten würde, könnte ich leider nicht gehen. Aber da ich ja sauber gemacht habe, darf ich kostenlos trainieren. So spart sie sich einen Monatsbeitrag von 35 Euro. Sie will etwas tun für ihren Körper. Dass sie hier trainiert und putzt, stört sie dabei nicht. Damit die Muskeln nicht so sehr schlaff werden. Sonst hängt die Haut wie ein Sack. Und das muss nicht sein. Obwohl ich schon auf die 100 zu gehe, bin ich immer noch eitel. Kann man doch sein, ne? Die 77-Jährige kommt 2-mal pro Woche hierher. Wenn ich eine Zigarette rauche, die mache ich 3-mal aus und stecke die wieder an. 2, 3 Züge, dann bin ich zufrieden. Aber auch nicht jeden Tag. Wenn ich mal Lust habe. Eine Schachtel reicht die ganze Woche. Wenn ich mir vorstelle, dass die jetzt so teuer sind, das Geld tut mir ja weh für eine Schachtel Zigaretten. Da könnte man 11, 12 Toastbrote kaufen. Ich gehe immer zum Aldi einkaufen. Woanders kostet manchmal das Dreifache, das Gleiche. Letztens hatte ich, ach, das ist schon eine Weile her, mir das gleiche Toastbrot woanders geholt. Und das war genau 1 Euro teurer als beim Aldi. Und da habe ich an der Kasse gefragt. Und da hat die Kassiererin zu mir gesagt, ich kaufe meine Ware auch nicht hier, ich gehe auch zum Aldi. Nee, das ist hier kein Wort. Taxifahrer Werner Kofalk beim Computer Seniorenclub. Ja, weil das Windows 7 ist. Ach so. Ja. Da musst du erst auf Benutzer wechseln gehen. Ah, unten. Okay. Das habe ich so, nicht. Und dann musst du da drücken und jetzt musst du da oben deinen Namen. Ja, das ist toll. Okay, danke. Vor 10 Jahren, mit 75, hat er den Club mitgegründet. Helfen Sie mir beim Öffnen. Nehmen Sie mal bitte erstmal die
dies automatisch. Seitdem macht er hier fast alles. Internet, Excel, Photoshop. Wir müssen trotzdem den gleichen Weg gehen. Mittlerweile auch als Kursleiter. Abgespeichertes Projekt. Wir haben das bewusst als Seniorenclub gegründet. Wir haben gesagt, wir nehmen nur Senioren auf, Frauen ab 55 und Männer ab 60. Und haben auf diese Weise von 7 Gründungsmitgliedern, die mal angefangen haben, es jetzt auf weit über 400 oder 500 gebracht und haben eine dauernd steigende Tendenz. So, hier kann ich auch mein Bild mitdrehen. In alle Himmelsrichtungen. Ja. Und das haben wir ja im Paint Shop Pro auch alles ausprobiert. Ja. Im Grunde genommen sind das dieselben Sachen. Ich würde das vorher machen. Ja. Werner Kofalk sagt, ihm sei es wichtig, sich neben seinem Alltag als Taxifahrer weiterzubilden. Dafür zwackt er jeden Monat 8 € ab für den Mitgliedsbeitrag. Seinen eigenen Computer hat er sich über mehrere Jahre zusammengespart. Hier sehen Sie. Die Größe nochmal, Sie sehen hier auch, das ist auf dem Cover. Ja. Auf welcher Seite Sie das Bild haben. Ja. Ja, ach ja, das ist ja Cover-Rückseite. Das ist die Rückseite, die ja. Sie haben. Da will ich es ja gar nicht. Das ist ja das Geburtstagskind, das muss ja vorne. Ja, dann nehmen Sie das jetzt und ziehen das einfach entweder mit dem gesamten Rahmen oder Sie können auch hier irgendwo anfassen, ziehen das hier rüber und dann werden die beiden Rahmen ausgewechselt. Ja. Also einmal lernt man immer was dazu. Zum anderen sind es angenehme Mitmenschen. Sowohl diejenigen, die mir was beibringen, als auch diejenigen, denen ich was beibringe. Es ist ein angenehmes Zusammensein. Das muss man sich halt immer überlegen, wenn man so hier am Rechner arbeitet. So ein Ganzes mit 68 Seiten. Für 50 €, das werde ich wahrscheinlich nur sehr selten in meinem Leben machen. Aber die kleineren Formate, ich habe angefangen hier mit einem, das soll nachher 14,95 € kosten. Blumenstrauß dazu, dann ist es ein hübsches Geschenk, das Freude bereitet und den Schenker nicht zu viel Geld kostet. Am Computerclub ist ihm wichtig, sagt er, dass hier keiner danach fragt, wie viel er verdient, sondern nur, was er weiß. So, auf los geht's los. Auf los geht's los. Ach, ich habe diese Woche auch erfahren, ich werde auch wieder Oma. Ja, im April. Nee, vor allen Dingen, der Kleine war jetzt 10. September, ja 2. Und dann sage ich zu ihr, ich sage, das ist der richtige Abstand. Ja. Und sie hat ihm das schon gesagt. Mhm. Denn ich sag zu ihr, du, dann kannst du ihn aber jetzt nicht mehr durch die Gegend schleppen. Ja, denn ja. Der ist ja schon ganz schön schwer. Mhm. Da sagt sie zu mir, du, das habe ich ihm schon erklärt. Mhm. Dass ich ihn nicht mehr heben kann, dass im Bauch ein Baby wächst und dass das Baby ja gesund auf die Welt kommen muss und mit ihm spielen kann. Mhm. Und sagt sie, das hat er verstanden. Schön. Jetzt ist auch mal ganz vorsichtig, an den Bauch ranzukommen. Mhm. Mit 2 Jahren, stell dir das vor. Ne? Die sind nicht doof. Ach so. Vor allen Dingen, wenn du denen das in Ruhe erklärst, die merken sich das. Zu ihrer Friseurin kommt Margot Hoes schon seit vielen Jahren. Einmal waschen, schneiden, Strähnchen machen für 45 €. Für sie ein Luxus, auf den sie nicht verzichten will. Wenn ich mir ausrechne, so, was ich zum Essen brauche und am Ende der Woche ist ein bisschen mehr im Portemonnaie, das wird gleich in eine Büchse getan, das kommt zum Friseur. Und ich meine, ich muss lange sparen, aber so alle 3 Monate muss ich zum Friseur gehen, sonst kann ich mich nicht mehr sehen. Sonst gehöre ich nicht mehr unter den Menschen. Um Geld zu sparen, föhnt sie sich ihre Haare selbst. Wenn das die Friseurin macht, kostet es extra.
kann ich wieder in den Spiegel gucken. Vorher nicht. Vorher war ich eine Wetterhexe. Jetzt ist gut. Und jetzt bist du wieder du. Wie immer ich. Ja. Ne? Vorher, ich konnte ja schon gar nicht mehr in den Spiegel. Aber jetzt bist du wieder schicki, wa? Jo. Jo. Tschüss. Zu Besuch bei Tochter und Enkelkind in Kiel. Ach, da ist der Spielplatz. Ja. Dann sind wir ja richtig. Mhm. Der kennt sich hier aus. Keine Sorge. Margot Hoes kann sie nur alle 2 Monate besuchen. Denn die Zugfahrt Stade Kiel und zurück kostet sie knapp 60 Euro. Du kannst Oma rufen, wenn sie kommen soll. Der Wind ist eisig. Das muss sein. Ich muss an ihrem Leben ja mal ein bisschen teilnehmen können. Ich muss ja wissen, wie mein Enkelchen wächst. Was machst du da? Hat dich gerufen. Wo bist du? Sag mal Oma Margot. Wo bist du? Ruf mal Oma Margot. Guck, guck. Yeah. Zu Hause in Stade ist es ein bisschen einsamer, sogar sehr einsam. Und hier ist Leben. Hier ist Leben. Ja, da ist auch ein Reifen drunter, ne? Nochmal, ja, da muss ich dir helfen, Mäuschen. Da muss ich. Ja, da kommst du nicht alleine hoch. Komm her. Komm her. Au, rück. Au, rück. So? Ja, so. Genau. Nochmal? Wollen wir ganz schnell fahren? Ganz schnell. Dass ich mal in Heim komme und krank werde, davor hätte ich schon Angst. Mach mal. Aber nicht für mich selbst, sondern dass ich anderen zur Last falle. Das ist meine einzige Angst. Hau ruck. Ich denke, ich sollte helfen. Ja, kannst du doch auch. Ja, du nimmst es in der Hand und weg ist es. Was denn? Nicht. Ich mach so lange weiter, bis du Stopp sagst. Ach so. Meine Tochter könnte für mich einspringen, finanziell, aber ich würde das nicht annehmen. Da würde ich lieber betteln gehen. Für uns ist es natürlich schon sehr schwierig, also dann halt selber irgendwie mit einzuspringen. Dadurch, dass wir dann ja auch dann bald 2 Kinder haben und ich dann als Verdiener wieder ausfalle, wird es bei uns halt auch sehr knapp. Da ist natürlich immer, was das angeht, halt auch immer nicht viel Möglichkeit und das ist natürlich auch schwer. Ja, wir haben die Schienen aufgebaut. Genau. Nach dem Abendessen setzt sie sich wieder in den Zug nach Stade. Aber die Schienen waren vorher schon da, ne? Hier wohnt sie. Auf 63 Quadratmetern. Für 640 Euro. Eigentlich zu teuer. Die Gehirnzellen werden ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Die werden trainiert. Dadurch wird man ja nicht alt im Kopf. Wenn man im Kopf erst alt ist, dann ist alles alt. Und das will ich noch nicht. Ihre Spielekonsole ist 20 Jahre alt. Die hat sie damals für ihre Tochter besorgt. Seitdem hat Margot Hoes kein neues Spiel mehr gekauft. Wenn die blöde Figur, die man da sieht, wenn die einen nicht austrickst, dann hat man gewonnen. Aber der ist so hässlich und so schadenfroh. Der kann so hässlich winken. Und dann hat er mich überlistet. Die 77-Jährige ist früher alle 4 Wochen zum Friseur gegangen und hat sich teuren Lippenstift geleistet und schicke Schuhe. Am Wochenende war sie immer unterwegs. Tanzen.
zur Musik von Elvis und Bill Haley. Wenn ich mir die Fotos von früher angucke, als ich so 35 war, ich war, wenn ich eitel bin, eigentlich eine ganz passable Frau. Jetzt sind meine Augen ein bisschen zu klein und ja, ich merke schon, dass ich nicht mehr die Jüngste bin. Mit 77 kann man ja nicht mehr so schick aussehen wie mit 35. Drei Äpfel werden wir wohl brauchen. Ah, abgerutscht. Wer abrutscht, kann noch mal. Taxifahrer Werner Kofalk lebt alleine in einer 1,5-Zimmer-Wohnung. So, jetzt sind sie alle schön. Er zahlt dafür 380 Euro. Nach der Trennung von seiner Frau vor über 20 Jahren hat er gelernt, sich alleine zu versorgen. Zitrone. Und ein Tropfen Öl. Wenn durch irgendeinen Zufall plötzlich genug Geld da wäre, würde ich diese berufliche Tätigkeit aufgeben, nicht um zu Hause zu sitzen und nichts zu tun. Ich habe über den Computerclub und mit vielen weiteren Interessen auf musikalischem und auf literarischem Gebiet, wenn man Geld genug hätte, könnte man auch noch vielleicht ein paar schöne Reisen machen. Also ich würde nicht faul rumsitzen, aber die berufliche Tätigkeit, die muss nicht unbedingt sein. Den Eintopf teilt er sich für die nächsten 3 Tage ein. Die Zutaten haben keine 5 Euro gekostet. Pada jut, pada jut, liest ja. Fnaschem sa du liest o pad. Rotie krasne je liest ja. Die russischen Lieder hat er sich selbst beigebracht. In den 50er Jahren, als er noch in der DDR lebte, als junger Lehrer. Sie erinnern ihn an damals, an seine Frau, an seine kleinen Töchter, an ein Leben ohne Geldsorgen. Mittlerweile hat er 5 Enkelkinder und zahlreiche Urenkel. Doch seine Familie um finanzielle Hilfe zu bitten, das kommt für ihn nicht in Frage. Als ich 65 wurde, stellte sich heraus, dass die Rente sehr gering ausfällt. Sie reicht vorne und hinten nicht. Mit meiner Taxe kann ich genug Geld verdienen, um meine Verpflichtungen zu entrichten und selber auch so zu leben, wie es mir gefällt. Wenn mal die Gesundheit nicht mehr mitspielt, dann weiß ich nicht genau, wie das weitergeht. Das muss man abwarten. Aber im Lauf meines Lebens habe ich viele Auf und Abs erlebt. Und irgendwie ist es immer weitergegangen. Es wird auch dann weitergehen.
Zu Hause bei Zeitungsausträger Ferdinand Mennecke. Ich habe als Terrazzoschleifer gearbeitet. Ich habe auf dem Bau als Steinträger gearbeitet. Und habe Straßenbau gearbeitet als Rammer und ach, allerlei so ein Zeug da. Bis ich Stress kriegte. Wie sagt man heute, ausgebrannt war. Ne? Und dann war ich lange krank und dann wurde ich gekündigt da. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Das ist nichts mehr Tolles. Das ist, da war mein Sohn mal hier. Und er hat dann da, das ist an sich Leder, ne? Eine Ledercouch. Und er hat dann drauf geschlafen, mit der Zigarette eingepennt, Löcher reingebrannt. Dann ist das aufgerissen und habe ich immer mit der Decke abgedeckt. Was soll man machen? Ich kann mir kein neues kaufen. Auch er lebt alleine. Sein einziges Hobby, Kreuzworträtsel. Die löst er täglich, bevor er sich um 16.30 Uhr schlafen legt. Um 23.30 Uhr muss er wieder aufstehen, weil er zur Schicht muss. Sechsmal die Woche. Ich hätte meinen Ruhestand genossen, wäre gereist, hätte mir die Welt angeguckt. Aber es langt ja nicht. Langt vorne und hinten nicht. Vor kurzem hat er versehentlich die Fensterscheibe eingedrückt. Die Reparatur, sagt die Hausverwaltung, würde 300 Euro kosten. Die hat er aber nicht. Deshalb bleibt die Scheibe so. Obwohl er 6 Nächte die Woche arbeitet, kommt er häufig schon mit der Miete kaum hinterher. Ach, Kinder, nee. Oh, ich tue das Kreuz weh. Ich habe Rückenschmerzen heute. Habe mich vielleicht zu viel gebückt. Ach. Oh Mann, ich hab mich schon noch an. Oh ja, das ist schöner. Ferdinand Mennecke schuftet seit seinem 14. Lebensjahr. Durchgehend. 7 Jahrzehnte. Unterbrochen nur durch den Zweiten Weltkrieg. Da müsste sich was ändern. So haut das nicht hin. Die Alten bleiben denn hinten, die das eigentlich aufgebaut haben, die es gemacht haben. Die bleiben dann hinten weg, ne? So wie Ferdinand Mennecke haben rund 13 Millionen Senioren weniger als 1.000 Euro Rente im Monat. ...120.000 Menschen, die älter sind als 75, arbeiten noch in einem Minijob. Einige, weil sie noch Lust dazu haben. Immer mehr, weil sie es müssen. Weil die Rente zum Leben nicht reicht.